wenn der Narzisst merkt, dass er dich für immer verloren hat. Wenn er dich verloren hat, all das, was du zu dieser Sache dazugebracht hast, all das, was dich ausmacht, das hat er verloren. Doch was denkt der Narzisst, wenn er jetzt ein bisschen drüber nachdenkt? Was macht er? Ist er traurig? Ist es ihm egal? Sitzt er bei der Nächsten und denkt sich, ja, sowas kriege ich doch längst wieder auf die Reihe, ich bin perfekt. Natürlich, er hat den Gotteskomplex. Er kann sich immer denken, es gibt noch was Besseres. Er ist wie ein kleines Kind. Er will ewig dieses eine Geschenk haben, dieses eine Automodell, was weiß ich, zu Weihnachten. Und wenn er es dann endlich hat, naja, dann werden Kratzer reingemacht, dann wird es kaputt gemacht und es ist nach wenigen Tagen egal. Weil dann gibt es das Bessere und der nächste Traum muss her. Er ist nie zufrieden. Und hier siehst du schon die erste Parallele zur heutigen Welt. Wir sind als Menschheit mit nichts mehr zufrieden, wenn wir unsere Ziele erreicht haben. Es muss immer weitergehen. Es kann keinen Stillstand, es kann keine Zufriedenheit geben. Diese Welt wird absolut toxisch und daher ist es umso wichtiger für dich, dass du darauf vorbereitet bist, dass du die Zeichen erkennst, dich selber gesund und stabil aufbaust und aufstellst und toxische Menschen aus deinem Leben verbannst. Ja, das geht mit einer einsamen Hütte irgendwo im Wald. Das geht aber auch mitten in New York unter 10 Millionen Leuten, wenn du nur weißt, wie du das Ganze anstellen musst. Deswegen bin ich hier. Herzlich willkommen bei The German Refugee und wir starten direkt rein ins Thema. Wir wissen bereits, dass jede narzisstische Beziehung ein Verfallsdatum hat. Es gibt keine Stabilität, es gibt nur Drama, es gibt Auf und Ab und irgendwann ist es vorbei. Das wird dir diese Person vielleicht sogar gesagt haben, meine Beziehungen halten nicht lang. Und du wirst der Mensch sein, der dann richtig motiviert an die Sache herangeht, aber mit mir schon. Weil ich bringe so viele gute Sachen mit. Du bist empathisch, du bist romantisch, du bist vielleicht ein Oldschool-Mensch, du legst Wert auf klassische Werte. Du bist nett zu deiner Familie, du kümmerst dich um andere, du spürst sogar die Emotionen deiner Ängsten und bist somit ein sehr, sehr guter Mensch. Du achtest auf die Umwelt, du achtest auf deine Mitmenschen, du bist nicht so leicht aus der Haut zu bringen, aber das wird dir alles genommen. Ne? Das waren alles gute Eigenschaften von dir, die du jetzt für eine kurze Periode hoffentlich, wo du mit dieser Person zusammen warst, verloren hast, die sich bis dahin aber noch steigern sollten. Weil du ja trotz deinem guten Ego, deinen guten Voraussetzungen und alles immer der Idiot warst und immer der, der an allem schuld war. Du warst aber eigentlich an nichts schuld. Aber dadurch hast du dich falsch verhalten. Dadurch hast du noch viel, viel mehr investiert und damit hast du diese Person dermaßen auf ein Podest gestellt, was ihm natürlich nur zugesprochen hat. Das Podest könnte für Narzissten nicht höher sein. Aber wer trägt diese Person dann die Leiter hoch, dass sie da oben sitzen können? Na, richtig. Alle Leute, die sie aktuell an der Hand hat, weil er macht ja nichts selber. Und dann sitzt er da oben mit seinem Zepter in der Hand und schaut sich zur Hälfte die Zerstörung an und unten auf der anderen Seite die Verehrer, die alle nur am Boden knien und warten, bis sich diese Person wieder runter auf ihr Level begibt. So sieht es der Narzisst, so ist es aber nicht. Im wahrsten Sinne stehen wir Empathen an einem Brunnen oben, der hunderte Meter tief ist und da unten liegt der Narzisst. Und durch unsere empathische Art würden wir dieser Person sofort ein Seil runterschmeißen. Aber diese Person will sich nicht helfen lassen. Diese Person durchschneidet dieses Seil immer wieder. Sie will lieber alleine dort unten sein, als mit dir auf einer Ebene oder mit uns. Doch wir sind viel, viel besser als diese Person. Und das meine ich gar nicht überheblich. In dieser Hinsicht dürfen wir jedoch überheblich sein. Wir sind nicht solche Menschen. Wir haben viele gute Sachen zu einer Beziehung mit eingebracht und das können wir auch auf die Familie ummünzen. Wir sind gute Menschen, wir müssen nicht andere Leute manipulieren, beeinflussen, kontrollieren und überwachen. Wir würden nie eine Kamera irgendwo aufhängen. Wir würden nie das Handy hacken oder Handycodes knacken und dann irgendwelche Chatverläufe durchschauen. Wir würden nicht einer anderen Person von Grund aus von Anfang an misstrauen. Wir sind nicht neidisch auf unser Gegenüber. Der Narzisst ist dir aber eigentlich im Grunde auf all das, was du bereithältst, neidisch. Das magst du jetzt glauben, das kannst du auch nicht glauben, weil du vielleicht momentan am Boden bist. Aber auch wenn du gerade hier am Boden bist, du hast wunderbare Eigenschaften, die diese Person einfach nicht haben kann. Und das ist zum größten Teil deine Empathie, dein Mitgefühl, du bist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Du bist nicht abnormal oder absurd wie diese Leute. Du verstehst sowas bloß nicht. Und
du hast eigentlich all das, auf was dir der Narzisst neidisch ist. Er kann es bloß nicht haben. Und da wird er sich selber kurz über seinen eigenen, über sein Lebensmuster ärgern, dass er dich jetzt wegwerfen musste. Und ja, er musste dich wegwerfen. Er musste es. Es konnte nicht anders laufen. Wie gesagt, es gibt keine Stabilität. Deswegen wird auch der beste Ferrari einfach mal wieder zurückgegeben und dann holst du dir einen Corsa. Weil der Corsa noch nicht weiß, was du für ein Mensch bist. Weißt du, wie ich meine? Ihm ist es da egal. Er braucht natürlich auch Menschen zu angeben und deswegen wird der Ferrari immer besser dastehen als der Corsa. Aber die selbst sind irgendeine Automarke, die es gar nicht gibt, die halt einfach eine Copycat, also eine Kopie von einem renommierten Auto ist. Sie ist quasi die asiatische G-Klasse von Mercedes. Aber eigentlich bist du dieser stabile Panzer, der überall durchkommt und der sich nichts sagen lässt und der keinen Kratzer aus Schäden nimmt, weil er einfach stabil ist und gesund. Ich rede hier von deiner Mentalität. Darauf musst du hinarbeiten, dass du mental gesund bist und deine Werte selber kennst. In dieser Beziehung hast du sie nicht gekannt. In dieser Beziehung warst du dir selber nicht bewusst. Du kamst wahrscheinlich schon aus einem narzisstischen Elternhaus oder aus einem toxischen Freundeskreis oder irgendwas dergleichen, dass so ein Verhalten für dich normal ist. Und da hast du deine Werte noch nicht gewusst. Aber jetzt solltest du langsam wissen, was du für ein Mensch bist, was du alles mitgebracht hast. Worüber sich alle oder viele anderen auf jeden Fall freuen würden, so eine Person wie dich noch kennenzulernen, dass es sowas noch auf der Welt gibt. Ja, das lese ich tagtäglich in den Kommentaren. Es gibt keine normalen Menschen mehr. Was ist dann mit meinen 5000 Followern hier? Was ist dann mit denen allen? Das sind doch alles tolle Menschen. Natürlich sind hier auch ein paar Narzissten dabei, die diese Sache, diese Aufklärungssache, diese wöchentliche Reminder quasi von meiner Seite nutzen, um noch manipulierter zu werden. Aber es ist völlig klar, der Feind schaut sich immer sein Gegenlager an. Genauso machst du es ja jetzt auch. Das heißt, auch in meiner Community wird es den einen oder anderen geben, der nur versucht, durch dieses Wissen selber noch toxischer und noch manipulativer zu werden. Denn nur die wenigsten reden offensichtlich und direkt von dem, was sie sind. Am schlimmsten natürlich die Verdeckten. Und auch hier könnte ich Geschichten erzählen, das würde in keine Bibliothek passen. Aber was denkt sich jetzt der Narzisst, wenn er dich los ist? Und dann sitzt er bei wieder einem, und ich will ungern irgendwie pauschalisieren oder stigmatisieren, er sitzt bei einem 0815-Typen daheim und der hat halt nicht so die Werte wie du. Aber er weiß halt noch nichts davon. Überlege, du wirst meistens da aussortiert, wo du am Haken hängst, wo du verliebt bist oder zumindest wo der Narzisst meint, dass du am Haken hängst. Bei mir dachte sie wohl, dass ich am Haken hänge, war ich aber noch nicht. Und deswegen ist mir diese Sache auch schneller egal gewesen als vielen anderen auf diesem Kanal. Weil ich habe selber für mich gewusst, ich bin hier nicht verliebt, ich bin hier ein bisschen abhängig gemacht worden. Aber sie meinte halt durch meine Art, dass ich am Haken hänge. Und sowas erlebe ich oft, dass ich einfach durch meine sympathische, nette, offene Art so wirke, als würde ich auf die andere Person stehen, weil es in der heutigen Zeit weniger Leute auch gewohnt sind, einfach mit offenen, herzlichen, normalen, freundlichen Menschen umgeben zu sein. Heutzutage ist doch jeder leicht genervt, leicht gestresst und es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, eine normale, freundschaftliche Beziehung zu führen mit Gefühlen, wo man sich gegenseitig auch was erzählt, so, hey, oder komplimentiert oder genau. Der Narzisst haut dich auf jeden Fall in die Tonne und das ist nicht die Biotonne. Er will nicht, dass du kompostiert wirst und dich wieder aufbaust. Nein, du kommst in den Restmüll, sobald du am Haken hängst, sobald du verliebt bist. Und das muss er machen. Das ist sein Fluch und Segen. Das heißt, egal, ob er in dir was gesehen hat, was für ihn langfristig funktioniert hätte, was er sich selber wünscht zu haben oder zu kriegen, also selber zu haben oder als Geschenk durch eine Beziehung mit dir zu kriegen. Selbst wenn das die Perfektion in seinen Augen wäre, er muss dich wegschmeißen. Er kann nicht anders. Und ja, das kann er auch mal kurz bereuen. Aber dann schaut er weiter, weil er weiß, dass es so läuft. Er weiß auch, wenn er jetzt beim Nächsten sitzt, dass der Nächste auch nicht mehr lang hier so sein wird. Und auch der Übernächste nicht. Aber er schaut halt regelmäßig, ob du jetzt deinen Wert hast, ob du geheilt bist, ob du meinen Kanal gefunden hast. Nebenbei lass mir gerne ein Abo, Like, gefällt mir da, wenn dir dieser Content gefällt. Das motiviert mich und das verbreitet dieses Wissen, dass noch mehr Leute geheilt werden, ich dabei teilhabe oder ihr
und dieses Wissen an den Mann oder die Frau gebracht wird, denn es wird immer wichtiger in der heutigen Zeit. Wir werden immer mehr und sie werden auch immer mehr. Bedenke das bitte. Das heißt, ich habe es dir schon oft gesagt, die Lovebombing-Phase warst eigentlich du. All das, was er gemacht hat, was er gesagt hat, was er projiziert hat, all das, was er genossen hat an dir und all das, was dir vor allem gefallen hat, warst du selber. Denn du hattest es hier mit einem Spiegelbild zu tun. Jetzt nicht im narzisstischen Art und Weise, du stehst nicht vorm Spiegel und feierst dich selber. Du bist nicht so ein Mensch. Du bist nicht arrogant. Du gibst nicht mit dir selber an. Wer macht sowas schon? Narzissten machen sowas. Aber genauso einen Spiegel hat er dir quasi vorgehalten. Sodass du gesehen hast, dass du dich in dich selber verliebt hast, was du aber jetzt nicht annimmst, weil du jetzt zurückgelassen wirst mit den Folgen von Gaslighting, Triangulation und Schuldumkehr. Und jetzt bist du am Boden und dieser Spiegel ist zerbrochen. Und wie schwierig ist es, einen Spiegel wieder aufzubauen. Aber du weißt jetzt ganz genau, was ich dir damit sagen will, was unterbewusst mit dir passiert ist. Hier ist eine riesen Sache passiert. Eine Abrissbirne quasi ist gefühlt wusch, einfach mal auf dich drauf und du klebst es an der Wand wie eine Mücke an der Windschutzscheibe. Und da musst du erstmal wieder hinkommen. Das mag eine lange Arbeit sein, körperlich, mental, finanziell. All das ist auf der Strecke geblieben. All das mit Absicht. Du agierst jetzt auf seinem Level und er ist mit deinen Eigenschaften beim Next auf dem Schoß und genießt es. Und genießt es. Und auch hier merkst du, sogar der Next werde ein guter Partner für dich, weil der Narzisst ja jetzt deine ganzen Eigenschaften und all das, was du gebracht hast, diesem Narzissten verkauft. Aber er wird es natürlich auch vorher noch gelesen haben in dieser Person. Und deswegen ist er auch das Chamäleon. Er ist dann auf einmal der Typ, der jetzt... Was hat er denn jetzt an? Du weißt, was ich meine. Das Chamäleon in der Beziehung. Er hört jetzt die gleiche Musik, was sein Gegenüber hört. Er schaut die gleichen Filme, er isst das gleiche Essen. Und naja, gut, beim Essen sind sie ein bisschen kritisch. Ich habe schon welche gesehen, die dann echt den Belag von der Pizza runterkratzen und selbst dir da ein Schuldgefühl machen. Wobei es vor einer Woche noch ihr Lieblingsessen war. Es ist ganz normal. Es ist eine Art Simulation. Du kommst zu diesem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, und hier switcht das Video vielleicht kurz, dass du diese Sache nicht mehr als Angriff siehst, nicht mehr als Entwertung, nicht mehr als Devalidierung, sondern als reine Simulation und Satire. Ich kann alles, was diese Person jetzt macht, tut, sagt, äußert, als reine Satire sehen. Als wäre es eine Fernsehshow, als wäre es nicht echt, als wäre es Fiktion. Du kannst doch sowas nicht mehr für voll nehmen. Das ist doch kein Lebensinhalt. Aber ich verstehe, was gerade in dir vorgeht. Und der Narzisst auch. Aber es ist sein... Er kann nicht anders. Ich muss es dir nochmal sagen. Er kann nicht anders. Du bringst ihm all das, was er will. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Je nachdem. Er könnte zufriedener nicht sein mit einer Person wie dir. Aber er muss es beenden. Es ist wie ein Engel und ein Teufel, der auf seiner Schulter sitzt. Der Engel denkt sich, wow, behalte diese Beziehung, wow, das läuft gerade und wow, mit dieser Person könntest du alt werden, weil diese Person einfach all das bringt, was du willst. Und der Teufel sagt, hau meine rein, zerstöre diese Illusion. Ne? Und das muss er tun. Ich muss es dir so sagen, er macht es mit Absicht, aber er muss es. Er kann auch jetzt nach dem Discard zu Hause sitzen und für sich alleine, wenn er sich kurz selber anschaut, echt weinen und verzweifelt sein, und dann denken, was habe ich hier wieder gemacht? Warum mache ich sowas immer und kann sich selber dafür hassen, kann selber ins Kissen schlagen. Ihr wisst, was ich meine, so leichte Aggressionsdinger aus Verzweiflung, wenn du richtig down bist, wenn du richtig am Weinen bist, wenn du richtig frustriert bist, dann musst du oft irgendeinen wehrlosen Gegenstand, was meistens ein Kissen ist oder so, nehmen und das einfach mal so richtig vermöbeln. So, ich weiß, wir sollten auch viel mehr schreien und viel mehr lachen und viel mehr weinen, dass unsere Emotionen einfach mal raus können. Dass sie nicht sich ewig im Kopf drehen, sondern einfach mal released werden quasi. Ich habe mir oft nach dieser Beziehung gedacht, weil ich nicht gewusst habe, wohin mit all dem, was jetzt... Es ist ja nicht eine normale Trennung gewesen. Ne? Für dein Herz war es zu viel. Du weinst vielleicht, aber gleichzeitig habe ich schon realisiert, hey, das war eine Sucht, das war keine Liebe und wenn so Liebe aussieht, dann will ich keine haben. Dann sitzt du da und bist eigentlich voll fertig und ich habe dann diesen Zwang in mir, so, ich muss es irgendwie rauslassen. Ich wollte schon fast nackt durch den Wald laufen und einfach nur urmenschlich schreien, bis alles wieder gut war. Somit. Einfach rauslassen. Nicht in Form von anderen Leuten Schaden zufügen, sondern einfach
an unnützen Gegenständen wie im Kissen oder einfach schreiend. Ja, es gibt auch die Leute, die verstecken sich dann in der Telefonzelle. Es gibt die verschiedensten Arten. Aber hier ist dein Schiff vielleicht zum Kentern gebracht worden. Aber du hast es noch gestopft und gestopft im Sinne von dem Wissen und durch meinen Kanal hoffentlich. Und andere natürlich auch. Ich will hier keinen anderen Kanal kleinreden. Die haben mir sehr, sehr geholfen. Aber jetzt muss ich das Video für dich noch beenden, weil du hast auf dieses Video geklickt, weil du wissen wolltest, was denkt der Narzisst, wenn er dich für immer verloren hat und weil du halt eben so ein guter Mensch warst im Vergleich zu dem, was davor da war und was danach da war. Und dass sich halt sein Muster wiederholen muss. Er kennt deine guten Eigenschaften. Er wertschätzt deine guten Eigenschaften. Er ist dir neidisch auf deine guten Eigenschaften, weil er sie selber nicht haben kann. Er ist dir absolut neidisch wie ein kleines Kind. Aber was sollst du machen? Wenn ihm von Geburt an was fehlt, dann kannst du ihm nicht einfach Empathie ins Gehirn einpflanzen. Und auch für dich ist sowas Segen und Fluch. Du spürst viele Sachen viel zu krass im Vergleich zu anderen Leuten. Dich lässt viel nicht kalt. Du spürst die Emotionen von deinem Gegenüber. Du kannst Menschen lesen, aber du kannst diese Person nicht lesen, weil diese Person mehrere Masken aufhat und diese bis zur Perfektion gestaltet hat. Deswegen konntest du diese Person nicht lesen. Sei auch hier nicht so hart mit dir im Gericht. Diese Person kann, wenn du der Beste bis jetzt warst, was nichts ist, worüber du dich feiern solltest, du kriegst dann eher eine Urkunde für die Teilnahme in dieser Beziehung. Oder vielleicht so ein Pokal für die Teilnahme. Ne? Aber wir wissen alle, das ist keine Leistung, das kannst du auch gleich stehen lassen oder auch genauso in den Müll werfen, wie er dich. Wenn du der Beste warst, der Unvergessliche, hat sie das immer genannt? Kryptonit. Ne? Wenn du das Kryptonit für den Narzissten warst, dann kann er länger darunter leiden, du wirst es aber nie merken, weil er wird es dir nicht sagen, er wird es den Nächsten nicht sagen und er wird sowieso seine wahren Gefühle nie erzählen, nie zulassen und die bleiben ganz, ganz versteckt im tiefen Inneren. Aber wir wissen alle, das Karma solcher Menschen wird kommen, die Auswahl wird im Alter geringer, der elterliche Verfall kommt bei Männern und bei Frauen, bei uns allen. Manche reifen in Würde, aber nicht der Narzisst. Überleg mal, diese Person steckt in täglichem Stress durch die verschiedenen Masken. Sie muss ja bei jedem genau schauen, was habe ich dem erzählt, was passt zu dem. Sie muss sich von jedem Hobbys, Eigenschaften, Musikgeschmack, Lieblingsorte, gemeinsame Gespräche, alles merken. Täglicher Stress und dann noch dieses ewige Fremdgehen, da kannst du fast nicht in Würde altern. Und ich glaube, das sieht man dir dann auch im Alter an, dass du dein Partyleben ein bisschen übertrieben hast. Falls du hierzu noch Fragen hast und wenn es dir nicht reicht, ich sage es dir ganz ehrlich, du bist immer der Preis gewesen. Du bist immer der Preis gewesen und du wirst für die nächste Person auch der Preis werden. Aber diese Person wird für dich auch der Preis werden, sodass ihr beide einfach auf einer Welle agiert, auf gelevelt. Da ist keiner auf 100% und du knapp unter 0 und dann wieder andersrum. Da gibt es kein Auf und Ab. Du bist immer der Preis gewesen, also verändere dich bitte nicht. Bau nur deine Grenzen auf und schau, was tut mir gut, was tut mir schlecht. Was lasse ich zu, was lasse ich gehen und halte diese Sachen fest. Komme nicht mehr in alte Muster mit rein. Der Weg aus der Schuldumkehr ist ein langer Weg, den bestreite ich aktuell. Du bist Teil meiner Reise, ich bin Teil eurer Reise. Und gemeinsam finden wir hier eine Lösung. Also lass mir gern ein Abo da, um weiterhin Teil zu sein. Und teile dich der Community mit, damit wir weiter auf mehr Erkenntnisse kommen. Gemeinsam sind wir viel, alleine ist jeder einsam. Also wir können es nur als Gruppe aus dieser Scheiße schaffen. Somit wünsche ich dir einen schönen Tag, egal wo du gerade bist. Abend, morgen, wann du das hörst, wo du das hörst, würde mich auch mal interessieren. Alles gut, bis dann. Peace.